Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Und diesmal möchte ich mit euch über diese Linse hier sprechen. Und zwar ein Sony 28mm 2.0 für das Sony E-Mount. Und warum und wieso und weshalb und warum ich diese Linse da habe, sage ich euch gleich. Bis gleich. Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr mir zuseht und zuhört. Heute gibt es ein bisschen Gear Talk. Ich weiß, ihr liebt das. Ihr wollt alles Mögliche über Objektive hören und sehen und wissen und News, News, News. Heute habe ich aber keine News, sondern ich habe hier etwas eigentlich sehr Altes. Und zwar ist das aus den frühen Tagen des Sony E-Mounts oder den ersten Tagen. Das war einer der ersten Linsen, glaube ich, die auf den Markt gekommen sind. Ein 28mm für das Sony E-Mount. Warum 28mm und warum jetzt dieses Video, viele Jahre später? Ich habe diese kleine Linse wirklich lieben gelernt und habe sie mittlerweile eigentlich sehr, sehr oft im Einsatz. Dazu muss man ein bisschen ausholen. 28mm sind natürlich nicht so weit wie 24 oder 20 und sind auch keine 35. Ich bin ein sehr großer 35mm Liebhaber, das verwende ich wirklich sehr viel auf meiner Hochzeitsfotografie und auch auf meiner Street Photography. Aber ich beginne immer mehr, diese 28mm zu bedienen und zu benutzen. Woher kommt dieser Hype? Jetzt muss ich leider das Wort sagen, was momentan extrem gehypt wird, aus diesem Thema der Leica Q2, auch Q2 und vielleicht auch dem kommenden Q3. Diese Kameras haben 28mm. Und jeder, der keine Leica Q hat und vielleicht ein bisschen darauf hinschielt und das gerne haben möchte und sich damit beschäftigt, so wie auch ich, kommt dann irgendwann auf die Idee, na, sind diese 28mm überhaupt interessant für mich, weil ich habe dort die Festbrennweite fix montiert, ich kann nicht variieren, also ich muss damit leben. Ist das was für mich? Und um das herauszufinden, habe ich mir, also die Linse habe ich schon länger, aber um das herauszufinden, habe ich die wieder öfters draufgeschnallt und mit der gearbeitet. Und ich war ja jetzt vor ein paar Wochen in Hamburg ziemlich lang und ziemlich intensiv und da ist sehr, sehr viel mit diesem 28er gemacht worden. Ich blende euch dann auch immer wieder mal Bilder ein, damit ihr seht, was ich da so mache damit. Und was sind die Vor- und Nachteile? Also speziell bei dieser Linse, jetzt mal unabhängig von der Brennweite, die ist extrem klein und kompakt. Leicht, kurz. 2.0 ist jetzt kein 1.4, kein 1.8, aber ist nicht schlecht. Ja? Also ist nicht schlecht für einen Weitwinkel, bringt genug Licht, das ist kein Thema. Es ist klein, leicht. Es ist sehr günstig, es ist gebraucht, super zu kriegen. Neu würde ich mir die Linse wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Oder ich glaube, ich habe sie auch gebraucht gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, ist einige Jahre her. Ich würde sie im Gebrauchtmarkt mir anschauen und wenn man das mag, ja, weil wenn man sagt, okay, ich bin 24mm Fan, wird es wahrscheinlich nichts sein, aber 28mm ist wirklich interessant und man kann sich da ganz gut hineinarbeiten. Also nochmal zurück, was sind die Vorteile? Klein, leicht, kompakt, relativ günstig, Gebrauchtmarkt vorhanden. Und was haben wir sonst noch für technische Daten? Wir haben hier 0,29 Meter Naheinstellgrenze, also knappe 30 cm, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben hier 49 mm Filterdurchmesser, das ist auch sehr gering, damit sind auch die Filter relativ günstig, falls ihr welche verwenden wollt. Und Blende 2 ist ausreichend lichtstark. Das Teil ist nicht abgedichtet, soweit ich weiß, es ist aus der Standardserie, es ist kein G Master und so weiter, aber es funktioniert ganz gut. Also es ist eine wirklich klasse Linse. Deckel und dann haben wir natürlich auch noch diese Streulichtblende, diese tulpenförmige Streulichtblende dabei. Okay. Wie sieht es jetzt auf der Kamera aus? Ich muss das hier ganz kurz montieren, damit ihr das auch seht, wie das klein ist. So, und das ist jetzt auf einer A7 III. Ups. Und das ist jetzt wirklich nicht groß. Ja. Also das ist wirklich eine kompakte Lösung. Super nice. Ups. Super praktisch. Schauen wir uns mal ein bisschen die technischen Daten an. Warum bin ich auf diese Linse gekommen? Also nicht wie ich auf die Linse gekommen bin, das ist eine andere Geschichte, sondern eher, warum jetzt mit den 28? Eigentlich ganz einfach. Aus diesem Grund,
weil es einfach diese Bauform hat. Es ist klein, leicht, kompakt, lichtstark. Würde ich ein 24 mm nehmen, was ich ja auch habe, ein 1,8er ist das allerdings, das ist ein bisschen größer, aber nicht viel, wäre vergleichbar. Und ein 35er habe ich auch hier, das wäre dann auch 1,8, ist auch ein bisschen vergleichbar, ist aber doch ein bisschen schwerer, aber ansonsten auch okay. Aber diese 28 mm, wirklich der Hintergrund, warum ich die drauf habe, ist, um zu schauen, ob eine Leica Q2, Q3 interessant wäre für mich. Das war so der Hauptgrund. Und damit habe ich mich für 28 mm beschäftigt. Von den technischen Daten her, ja, es ist relativ konservativ konstruiert. Das ist völlig in Ordnung. Das ist so wie die ganzen Sony elementaren Linsen, die sind alle irgendwie gleich konstruiert. 200 Gramm das Gewicht, okay. Ist eine nette Geschichte. Also ich würde euch mal raten, wenn euch das interessiert, gerade dieser Look, und ihr habt vielleicht eine Zoom-Linse, stellt sie mal auf 28 mm am Vollformat, lauft damit eine Zeit lang herum, fixiert euch von mir aus auch die Brennweite, schaut mal, ob das was für euch ist. Wie gesagt, ihr müsst damit leben, es ist nicht so weit wie alle anderen und es ist auch nicht so telelastig wie ja, ein 35er oder wie ein 50er. Aber ich finde sie sehr sehr, ja, sehr, sehr praktikabel und ich habe sie wirklich lieben gelernt. Ich würde mir jetzt nur zwei Sachen oder ein paar Sachen von Sony wünschen. Erstens einmal ein Update. Das heißt, dass diese Linse, und das gilt eigentlich für alle diese Einsteigerlinsen bei Sony, also diese 1,8er Serie ohne G und ohne G-Master, dass die mal ja, in einer zweiten Version kommen und ein bisschen modernisiert werden. Autofokus und so passt auch alles, ist jetzt nicht High-End. Klar, kann auch nicht jetzt aktuell mit den aktuellen G-Master oder so mit, aber ist echt in Ordnung, ist praktikabel. Ansonsten würde ich mir wünschen, eben Update, aber trotzdem klein und kompakt lassen. Also ich möchte jetzt kein 28-1,4 haben. Das möchte ich schon haben, aber möchte ich dann eigentlich nicht mit mir herumtragen. Ja? Vielleicht ein 28-1,8, 1,7 aus würde genügen. Muss doch möglich sein, dass das in dieser Größe bleibt. Und vielleicht abdichten, dass das zumindest einen Mindeststandard an Wetterfestigkeit hat. Ansonsten ist an dieser Linse nichts dran. Ja? Also ihr habt hier keinen Schalter, keinen Taster, ihr habt hier nur diesen, ja, diesen Fokusring, der läuft ganz okay. Ganz vergleichbar auch wie mit dem 35er. Ja, 35er ist sogar ein bisschen lockerer. Alles gut. Aber es ist interessant, mit 28 mm zu arbeiten und sich da hinein zu fuchsen. Diese Brennweite, die ist ein bisschen exotisch und ein bisschen anders und das macht es interessant. Ähnlich sehe ich das ja auch bei 45 mm oder auch bei 75 oder was auch immer. Ich mag das, gibt es auch ein anderes Video schon bei mir, etwas mit exotischeren Brennweiten zu arbeiten. Man bekommt dann auch ja, ein paar Vorteile, haben natürlich auch ein paar Nachteile, aber auch ein paar Vorteile. Nachteile, was wäre der Nachteil? Der Nachteil von dieser Linse speziell ist halt, dass sie in die Jahre gekommen ist. Es gibt technisch sicher bessere Lösungen. Nicht mit 28 mm aktuell, aber ja, es gehört aufgepimpt, sage ich mal, von der Konstruktion. Und sonst sehe ich eigentlich keinen Nachteil. Also ich finde es noch relativ teuer mit fast 480 Euro in der Preisliste. Wie gesagt, neu würde ich es mir nicht mehr kaufen, aber in einer neuen Version finde ich das echt okay, völlig interessant. Sonst finde ich eigentlich keinen Nachteil dran. Könnte ich jetzt nichts dazu sagen. Vorteil habe ich schon alle aufgezählt. Street-Fotografen werden da, ja, werden sich daran erfreuen. Wie gesagt, ich haue ein paar Bilder rein, ich zeige euch, was ich mit dem gemacht habe. Und ja, es gibt schon ein zweites Video, das ist allerdings schon ein bisschen auch in die Jahre gekommen, zum 28 mm. Schaut auch dort mal rein, ich verlinke euch das hier. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank, danke wieder fürs Zusehen und Zuhören. Seid's lieb, lasst mir einen Kommentar da, ein Abo, ein Liken, Teilen, Sharen, über mich sprechen, den Kanal wachsen lassen. Alles Liebe, immer gut Licht, euer Fototrainer, der Christian. Servus, tschüss und baba.